Ist Markus Böhm vom Bildungswerk des Landessportbundes und ich bin pädagogischer Mitarbeiter beim Bildungswerk, arbeite im Beratungszentrum Montabaur und bin unter anderem Ansprechpartner für Fachverbände und Sportorganisationen. Und heute führen wir unsere Reihe Sportorganisationen im Fokus fort. Wir hatten ja in der letzten Woche damit angefangen und wir wollen dabei etwas hinter die Kulissen schauen und über Aufgaben, Ideen und Herausforderungen reden. Und ich freue mich, dass heute der Achim Bersch bereit erklärt hat, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie wir das beim Bildungswerk gerne sagen. Herzlich willkommen, lieber Achim. Du bist Geschäftsführer beim Leichtathletikverband Ja, schönen guten und Morgen. unsere Zuschauer wollen sicher gerne auch etwas mehr über dich wissen. Was würdest du denn von dir preisgeben wollen? Ja, erstmal Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier den Leichtathletikverband Rheinland vertreten darf. Ich selber bin 52 Jahre alt und bin, du hast es schon gesagt, hauptamtlicher Geschäftsführer hier beim LVR. Und habe aber auch in meinem Stammverein in der DJK Andernach, bin ich Abteilungsleiter Leichtathletik und dort auch als Trainer in der Leichtathletik tätig. Die DJK Andernach ist Mitglied im Verbund der LG Rhein-Wied. Ja, das ist ja super. Dann haben wir nicht nur einen Fachmann für den organisatorischen Ablauf im Verband, sondern auch einen Fachmann, der weiß, wie es in einem Leichtathletikverein zugeht. Und ich denke, das kann in dem Job, den du hast, bestimmt nicht schaden. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich habe auch schon diverse Funktionen in meinem Heimatverein und in anderen Vereinen gehabt und habe immer wieder festgestellt, wenn wir dann in Gesprächen mit Ehrenamtlern sind, dann merken die sehr wohl, ob man weiß, wovon man redet. Also sprich, wenn man sagt, ich kenne die Probleme in eurem Verein oder ob man nur so tut. Also von daher denke ich, sind das ganz gute Voraussetzungen, um Geschäftsführer beim Leichtathletikverband zu sein. Achim, wann und wie bist du denn zum LVR gekommen? Ja, ich bin seit 1998 beim LVR. Davor war ich ehrenamtlich tätig im Präsidium oder im Vorstand als Jugendwart und bin dann auf die hauptamtliche Schiene gewechselt. Und um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, das ist absolut richtig. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich nie den Bezug zur Basis verliere, dass ich immer weiß, worüber ich spreche und was ich hier ja, umsetzen muss. Und deswegen ist das sehr gut, dass ich da noch so einen engen Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern auch im jugendlichen Alter habe. Ja, das finde ich auch super. Ich habe gerade eine Anmerkung vom Klaus gelesen. Lieber Klaus, ist mein Mikro jetzt besser zu verstehen? Er hatte nämlich kurz mal geschickt, dass ich etwas leiser wäre als du. Wenn du mir da nochmal. Ah ja, super. Vielen Dank. Achim, kannst du uns mal kurz einen Überblick geben über die Tätigkeiten deines Verbandes, vor allen Dingen die Bereiche davon, also nicht weniger so Verwaltungsabläufe, sondern die Bereiche der Tätigkeit, die so direkt den Menschen in den Vereinen zugutekommen? Ja, also wir nennen das sogenannte Säulenmodell. Ganz wichtig ist der Leistungssport, Leistungs- und Wettkampfsport und der Breiten- und Freizeitsport. Das sind zwei ganz wichtige Säulen, die bei uns auch ja, gleichwertig behandelt werden. Und eine dritte ganz wichtige Säule, die wir nebendran sehen, ist natürlich die Aus- und Fortbildung. Weil ohne Trainer, ohne neues Wissen, können wir natürlich auch die anderen Säulen nicht bespielen. Und da investieren wir ganz immens und da sind wir auch froh, euch an unserer Seite zu wissen. Und die ganzen Säulen gehen immer vom Kind bis zum hohen Seniorenalter. Also da denken wir alle Altersbereiche ab und das spiegelt sich auch immer in den einzelnen Säulen wider. Okay. Du bist ja, ich sage jetzt mal, gemeinsam mit dem Oliver Götz aus dem Vorstand, der für das Lehrwesen zuständig ist, auch für die Organisation rund um das Thema Bildung verantwortlich und damit für uns als Weiterbildungsorganisation natürlich auch genau der richtige Ansprechpartner. Nimm uns mal ein bisschen mit so in deinen Arbeitsalltag. Welche Aufgaben kommen da so auf dich zu?
auch im Bereich der Unterstützung mit Olli Götz, den ich ja auch persönlich kenne durch unsere gemeinsame Lehrgangstätigkeit. Ja, der Olli ist ein ganz wichtiger Partner für uns. Er deckt das auf der ehrenamtlichen Schiene ab, was wir dann im Hauptamt umsetzen. Und ja, wir beginnen immer sehr früh im Jahr, meistens im Mitte des Jahres, beginnen wir mit der Planung fürs Folgejahr. Und erstmal versuchen wir zu evaluieren, was ist denn der Bedarf an der Basis, welche Lehrgänge werden benötigt. Und dann schauen wir nach Referenten, nach Lehrgangsstätten. Das hat sich ja jetzt alles ein bisschen gewandelt, ist vieles online umgesetzt worden schon. Und dann kommt natürlich, je näher der Lehrgang kommt, kommt das Anmeldeprozedere, die Umsetzung dann zum Lehrgang hin. Und da habe ich auch ein gutes Team hier in der Geschäftsstelle mit der Jennifer Jüngling und der Angelika Wegbecker, die dann, je näher der Lehrgang kommt, da vertieft in die Umsetzung gehen. Genau, das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen, wie weit so die Planungen im Vorfeld beginnen. Vielleicht da als Ergänzung noch dazu, die Auswahl der Themen. Du hast eben gesagt, also wir gucken da bei der Basis auch, ne, was da verlangt wird. Wie läuft denn sowas ab? Wie kriegt ihr die Rückmeldung von der Basis, was da gefordert ist, angefordert wird, was die sich wünschen? Also zunächst mal haben wir bei jedem Lehrgang so ein Feedback-Gespräch und Feedbackbogen im Anschluss, wo die auch immer noch mal den Lehrgang an sich bewerten können, aber auch sagen können, was ist der Bedarf in Zukunft. Und dann machen wir auch immer mal wieder Befragungen bei unseren Mitgliedsvereinen. Jetzt ganz aktuell wollen wir eine auf den Weg bringen, wo wir zum Thema Online-Schulungen eine Befragung machen, also insbesondere auch Online-Training für Kinder und Erwachsene. Und so versuchen wir immer den Kontakt zur Basis zu halten, auch über unsere Kreisvorsitzenden, die uns auch immer wieder wertvolle Hinweise geben. Und da haben wir einen guten und engen Kontakt im gesamten Verbandsgebiet. Und das würde ich sagen, läuft gut. Ich denke, das ist auch gerade so ein ganz wichtiger Aspekt, gerade bei den Fachverbänden, ne? Über den ganzen Wettkampfschienen und alles, dass man da doch ständig im Austausch mit seinen Partner- oder Mitgliedsvereinen ist. Du bist ja schon lange dabei, Achim, und hast wahrscheinlich auch viele, viele Abläufe verinnerlicht. Im letzten Jahr kam doch dann etwas größere Herausforderung, will ich das mal beschreiben. Die Planung war gut, wie immer, alles war vorbereitet und bereits im März 2020 war alles komplett anders. Meine erste Frage wäre, was hat das mit dir persönlich gemacht? Also was ist dir durch den Kopf gegangen, als auf einmal alles dicht gemacht wurde? Was ist mir durch den Kopf gegangen? Also ich würde sagen, zunächst mal in der ersten Phase, März, April, da mussten wir alle lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen. Aber schon nach kurzer Zeit, ich sag mal, als wir uns alle mal geschüttelt hatten, sind wir auf Angriffsmodus gestartet und haben geschaut, was können wir denn machen, um jetzt trotz dieser Situation etwas für unsere Basis, für unsere Mitglieder zu tun. Und da muss ich sagen, der Austausch zum Beispiel mit Oliver Götz war, glaube ich, noch nie so intensiv wie im Jahr 2020. Ja, wir haben ständig versucht, neue Ideen zu entwickeln, neue Dinge auf den Weg zu bringen, und das ist uns sehr gut gelungen. Ja, da in dem Zusammenhang fällt mir auch noch ein, du hast ja eben angesprochen, dass auch die Vereine überlegen, mit Online-Veranstaltungen und so weiter. Vielleicht noch so als Hinweis auch für die, die uns heute oder auch später dann zuschauen, dass wir vom Bildungswerk auch ein Angebot haben, um eine Lernmanagement-Plattform zu nutzen über uns zu einem relativ günstigen Preis, um halt Kurse im Verein durchführen zu können oder halt auch
Mitgliederversammlungen oder auch Vorstandssitzungen und dann nachher auch die Möglichkeit haben, das ein bisschen zum Bereich Datensicherung und ja, Zuschussbearbeitung, weil das ist ja nicht immer so einfach, wenn man jetzt Kurse, wenn man Zuschussanträge einreicht und führt Kurse durch. Wie sieht es denn aus mit dem Nachweis von den Leuten, die teilgenommen haben? Da muss man halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die manchmal mit vermeintlich einfachen Plattformen möglich sind, hier nicht so möglich sind. Aber auch da kann man über unsere Lernmanagement-Plattform auch noch Verlinkungen herstellen zu zum Beispiel Zoom oder Teams, was es da sonst noch gibt. Das vielleicht noch so als Hinweis. Kommen wir mal zurück zu diesem Schock. Ich glaube, das ging vielen so. Also bei uns war es auch so. Wir haben uns auch erstmal geschüttelt und dann kam aber relativ schnell, ich glaube, das liegt so ja, in Leuten, die doch irgendwo aus dem Sport kommen. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass die meisten in unserem Job, die auch hauptamtlich da arbeiten, auch früher irgendwie Kontakt zum Sport haben, so diese in den Genen drin ist. Da müssen wir jetzt das Beste draus machen. Und so sind wir bei uns auch allen voran, unser Geschäftsführer, der Marco, voran gesagt, wir müssen jetzt gucken, welche Ideen können wir entwickeln und wie können wir den unseren Mitgliedern, unseren Interessenten helfen, ihre Ideen eventuell umzusetzen. Achim, wie war es denn von der Situation in der Geschäftsstelle? Habt ihr weitergearbeitet? Habt ihr Kurzarbeit gemacht? Seid ihr ins Homeoffice gegangen? Ihr habt ja auch drei, vier Leute da. Wie habt ihr das gemacht? Ja, also natürlich Homeoffice, nur noch eine Person pro Büro. Also die Mitarbeiterinnen, die sehen sich praktisch nicht mehr physisch, sondern ist immer eine andere da. Und wir waren von April bis November in Kurzarbeit, weil wir ja auch deutliche Einnahmeausfälle prognostiziert haben und auch schließlich eingefahren haben. Das mussten wir ja alles irgendwie kompensieren. Aber die Arbeit an sich, das, was zu tun ist, ist auch im Homeoffice zu erledigen. Das haben wir festgestellt. Natürlich muss immer einer hier sein, sei es Post oder Dinge wie Laufabzeichen, die wir an die Schulen versenden. Die kann man noch nicht digital versenden. Und insofern muss auch immer einer dann hier sein. Ich lese gerade noch so einen Hinweis im Chat. Ihr habt auch einen Trainerstammtisch eingerichtet als neues Format. Wie sieht das aus? Ja, also da wäre ich sicherlich noch später drauf zu sprechen gekommen. Ich glaube, du hast noch eine Frage zum Thema Umsetzung online, aber ich kann auch Okay. jetzt schon drauf Jo. eingehen. Wir sind da Wir nicht in der haben Reihenfolge jetzt so festgelegt. Können wir ruhig wir sprechen. haben in 2021 ein neues Format eingeführt, und zwar nennt sich das Trainerstammtisch. Das unterteilen wir nach den verschiedenen Disziplinbereichen. Wir haben angefangen mit dem Bereich Lauf mit unserem Verbandstrainer Klaus Klären. Das war eine sehr erfolgreiche Geschichte. Da hatten wir praktisch von 0 auf 100, sage ich mal, 28 Teilnehmer beim ersten Stammtisch. Das haben wir als großen Erfolg bewertet. Das waren alle Lauftrainer aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, aber auch hatten wir Gäste aus Rheinhessen und der Pfalz, was uns auch natürlich gefreut hat. Und jetzt gestern Abend war der nächste Stammtisch für die Werfer. Und dann kommen noch die Sprinter und die Springer-Mehrkämpfer. Und das ist mal so ein Anfang, weil normalerweise tauscht man sich ja bei Wettkämpfen aus oder bei Kaderlehrgängen. Und das fällt ja zurzeit komplett weg. Und auf dieser Plattform hat es wirklich einen guten Austausch gegeben, auch hin zu trainingsmethodischen Dingen. Beim Lauf haben wir zum Beispiel rausgearbeitet, dass das Sprinttraining auch für die Läufer ein Ganzjahresthema ist. Und das sind alles so Dinge, die kommen aktuell natürlich zu kurz, weil man sich einfach nicht sieht. Ja, dann klingelt es bei mir natürlich direkt als Mitarbeiter einer Weiterbildungsorganisation. Trainerstammtisch hört sich ja jetzt erstmal für mich als Westerwälder so an. Wenn man jetzt mal den Online-Bereich wegsehen würde, also man geht an die Theke und trinkt ein paar. Aber das, was ihr da macht, ist ja klassische Fortbildung. Also auch da über dieses Medium, dieses Online-Trainer-Stammtisch und dann auch noch
unterteilt nach Disziplinen. Sind klassische Fortbildungen. Also auch die kann man in ein Fortbildungsthema und dementsprechend auch eine Bezuschussung reinpacken. Also wenn man dann eine Mindestteilnehmerzahl hat, man hat einen, der vor der Gruppe, also das in dem Fall, ob es jetzt der Klaus Klären oder wer auch immer ist, der praktisch der Referent dieses Stammtisches ist, dann ist das auch eine Geschichte, die mit Sicherheit förderfähig ist. Unabhängig von der Sache, wie man es nachweist, wer dann dabei ist. Also da gibt es ja auch Methoden. Also da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, wie wir das auch noch in der Richtung positiv umsetzen können. Ach, nochmal zurück auf diese Einschränkung oder diese Situation mit dem Lockdown. Welche eurer Aufgabenbereiche waren denn am stärksten beeinträchtigt aus deiner Sicht? Also am allerstärksten beeinträchtigt waren die stadionfernen Laufveranstaltungen. Das ist bei uns ein Einnahmeposten, da die Veranstalter zahlen ja für jeden Läufer, der ins Ziel kommt, der über 18 ist, zahlen die 50 Cent. So, und jetzt müsste man in die Statistik schauen, wenn wir so 70, 80.000 Teilnehmer im Jahr haben, da gut, da musst du noch die unter 18-Jährigen abziehen, aber da kommt eine immense Summe zusammen, die auch unseren Haushalt stützt. Und gut, wir müssen immer ein Fünftel davon an den DLV abtreten, ist auch richtig. Aber diese Stütze ist ja komplett weggefallen. Und das macht bei unserem Haushaltsvolumen schon einiges aus. Und da mussten wir frühzeitig gegensteuern. Ich habe gestern noch in der Zeitung einen Bericht gelesen, gestern oder vorgestern, zu Thema Laufveranstaltungen hier bei uns im Sportteil. Und da, wenn ich mich richtig erinnere, stand was drin von ursprünglich, ich glaube, 180 geplanten sind, du kannst mich gerne korrigieren, 40 oder sowas durchgeführt worden. Ist das ungefähr Ja, eine Zahl, die stimmen von könnte? über 200, von Ah, über okay. 200 geplanten haben so 40 bis 50 stattgefunden, das ist Ja, das richtig, ist ja. natürlich ein Also riesen das waren Einbruch. dann bis 15. März, die haben normal Genau. stattgefunden und dann, ich sag mal, in der zweiten Jahreshälfte vereinzelt, dort, wo sich Veranstalter mit einem immensen Hygienekonzept daran getraut haben, da hat natürlich auch was stattgefunden, klar. So war es bei uns nämlich genau auch mit den Veranstaltungen. Wir sind ja da eher so im Kurs- und Seminarbereich tätig und halt auch im Reisebereich, dass so bis Mitte März alles soweit stattfinden konnte und dann war erstmal gar nichts möglich und dann im Sommer auch mit Hygieneaufwand und dann Mitte, Ende Herbst dann wieder gab es dann praktisch nur noch die Möglichkeit im Online-Bereich was anzubieten. Also von daher ist diese Durchführungskurve, glaube ich, bei vielen Sportverbänden ähnlich. Und im Sommer da kann man auch Vereine verstehen, die diesen Aufwand nicht betreiben wollten oder auch betreiben konnten, um dafür diese paar Monate was zu tun, obwohl es trotzdem immer noch einige machen mit enormen Ideen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Jetzt kann man ja denken, Achim, dass durch die Absage vieler Veranstaltungen für die Mitarbeiter in den Sportorganisationen nichts mehr zu tun gibt. Bei uns ist ja auch viel ausgefallen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich Arbeit suchen musste. Wie war das denn bei dir? Also in dieser Anfangsphase, April bis Juni, war tatsächlich auch deutlich weniger zu tun. Es ist ja neben den Stadionfernveranstaltungen, die wir eben schon angesprochen haben, sind ja auch alle Meisterschaften auf der Bahn ausgefallen. Und das ist ja in dieser Phase, gerade Mai, Juni, einer unserer wichtigsten Aufgaben. Und dadurch war das schon in Ordnung, auch mit der Kurzarbeit. Nicht nur, dass man dort weniger Kosten für den Verband hatte, sondern es war auch deutlich weniger zu tun. Aber wo ich dir recht gebe, Richtung Jahresende hin, da beginnen wieder die Planungen fürs Folgejahr und die Jahresabschlüsse etc. Deswegen hat das Präsidium auch bewusst die Entscheidung getroffen, die Kurzarbeit praktisch ab Anfang Dezember auszusetzen. Und damit wir erstmal alles erledigen können und abarbeiten können, teilweise sind auch Dinge mal liegen geblieben. Und ich denke, dass wir so bis Ende Februar wieder auf einem Stand sind. Und dann muss man einfach neu denken und die Situation neu bewerten, ob es eine Saison gibt oder nicht. Ich glaube, das können wir ja heute alle noch nicht sicher sagen.
Das ist wohl wahr. Kommen wir mal oder werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Vereine, mit denen ihr eng zusammenarbeitet. Mit welchen Wünschen und Anliegen sind denn die Menschen aus den Vereinen auf euch zugekommen? Wo hat es bei denen denn der Schuh am meisten gedrückt, so wenn man mal das letzte Jahr Revue passieren lässt? Ja, also die meisten Nachfragen gingen natürlich dahin, wann können wir wieder mit dem Sportbetrieb beginnen? Das ist natürlich die Frage, die ich am wenigsten beantworten konnte. Ich konnte ja auch nur immer auf die aktuelle Corona-Verordnung hinweisen. Ich bin aber froh, wir sind natürlich auch im ganz engen Austausch hier mit Sportbund Rheinland, mit dem Martin Wajnitschke, der mir berichtet hat, dass die Zusammenarbeit mit dem Ministerium, mit dem Innenministerium, was ja auch für Sport zuständig ist, doch in diesem schwierigen Jahr gewachsen ist und enger geworden ist, dass man auch immer im Austausch ist, welche Maßnahmen stehen jetzt an für die nächste Corona-Verordnung. Also wenn es auch irgendwann wieder um Lockerungen geht, dass der Sport, der rheinland-pfälzische Sport, wirklich einbezogen wird in diese Entscheidungen, weil wir ja doch die Fachleute sind und am ehesten das einschätzen können, auch was Hygienemaßnahmen betrifft. Und insofern bin ich da in guten Austausch mit Martin. Aber das waren halt die meisten Fragen, die Vereine bewegt haben, ne? Natürlich waren auch Fragen zu Hygienekonzepten, wenn es um Veranstaltungen ging. Worauf müssen wir achten? Wie können wir das machen? Ansonsten nehme ich einfach wahr, dass die Vereine teilweise auch in der ersten Phase in so einem Schockzustand waren, wie wir den selber auch erlebt haben. Du hast es selber ja auch eben bestätigt. Und dann hat das jetzt wieder im Sommer, war fast eine Normalität wiederhergestellt, die jetzt natürlich seit 2. November wieder sehr stark eingeschränkt Ja, ist. ich lese gerade hier noch im Chat noch was zum Thema der nicht stattgefundenen Fusion. Da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, das wird gleich noch Thema sein. Von daher würde ich jetzt zuerst gerne nochmal darauf zu sprechen kommen. Ihr musstet ja in eurem Jahresablauf auch einiges umstellen aufgrund dieser Ereignisse, also dieser Pandemie. Welche Anpassungen, Unterstützungen oder Veränderungen konntet ihr denn schnell ergreifen und bei welchen Dingen, die verändert werden mussten, hat es einer längeren Vorbereitung bedurft? Also das Thema Digitalisierung in der Leichtathletik, das schreitet schon seit einigen Jahren voran. Und das haben wir auch hier in der Geschäftsstelle versucht, Zug um Zug, wenn wir Dinge erkannt haben, umzusetzen. Man wurde natürlich durch diese Pandemie zu einigen Dingen gezwungen, die dadurch schneller gingen. Ja, die man vielleicht so erst in den nächsten Jahren umgesetzt hätte, die jetzt schneller umgesetzt werden mussten. Und das hat uns an der Stelle sicherlich nicht geschadet. Da haben wir uns toll weiterentwickelt. Und manche Dinge mussten auch sogar über Nacht entschieden werden, ne? Ich erinnere mich an unsere C-Trainer-Ausbildung, wo plötzlich das Ordnungsamt einen Tag kam und sagte, ab morgen seid ihr nicht mehr hier. Dann habe ich mit dem Oliver über Nacht praktisch den C-Trainer-Lehrgang online umgestellt, haben mit den ganzen Referenten gesprochen und gemacht und getan. Manchmal muss das halt so funktionieren, ne? Und es hat funktioniert. Wir sind sehr froh. Wir konnten den C-Trainer-Lehrgang zum Abschluss bringen. Die haben inzwischen auch alle ihre Lizenzen bekommen. Und da zeigt sich ja auch ein Stück weit, wie engagiert man ist und wie beweglich man ist, ne? Ja, also das kann ich aus eigener Erfahrung oder dem kann ich aus eigener Erfahrung zustimmen, weil ich war Referent in dieser Ausbildung, habe das Thema Bildungswerk, also Weiterbildung, Kooperation mit dem Bildungswerk vorstellen dürfen und brauchte dann nicht in die Eifel zu fahren, sondern konnte von zu Hause aus online mein Referat halten, was ungewohnt ist, wenn man nicht direkt mit den vor einem sitzenden Teilnehmerinnen interagieren kann. Aber
Das war wirklich großes Kino, muss ich ehrlich sagen. Hut ab, wie schnell das alles organisiert worden ist, wie da die Informationsflüsse gelaufen sind. Das mitten in einem laufenden Lehrgang hinzukriegen, alle Achtung. Also das war wirklich, wirklich klasse. Zum nächsten Punkt wäre ja die. Ihr habt ja in der Ausbildung auch einen hohen Praxisanteil. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt den C-Trainer zu Ende geführt, aber ich weiß ja, bei einer C-Trainer-Ausbildung ist der Praxisanteil ja relativ hoch. Da kann es ja schon sein, dass man bei der Umstellung auf einen Online-Durchführung, Online-Modus recht schnell an seine Grenzen stößt. Wie ist das bei euch gelaufen? Wie habt ihr das gemanagt? Anscheinend ja erfolgreich. Wie habt ihr es gemacht? Also vorweg schicken möchte ich, dass wir mit den Teilnehmern vereinbart haben, unabhängig davon, dass sie jetzt schon ihre Lizenz haben, dass es, wann es irgendwann wieder möglich sein wird, wir ein Wochenende in Präsenz machen, wo wir noch das eine oder andere Thema vor Ort nachholen. Aber wir haben doch festgestellt, dass man viele Dinge jetzt auch über Videos oder über sowas den Leuten nahebringen kann. Natürlich geht es auf der einen Seite, wenn die Praxis machen, darum, eine Bewegung zu erfühlen, die sie vielleicht bisher noch nicht gekannt haben. Aber es geht ja auch darum, um Bewegungssehen, um Fehler zu erkennen. Und das kannst du natürlich auch im Videostudium machen. Aber so wie ich eben gesagt habe, wir wollen noch mal ein Wochenende in Präsenz nachholen, einfach, dass sie sich auch noch mal treffen können. Super. Was würdest du sagen, welche neue Angebotsformen oder Themen waren Volltreffer? Also das haben wir jetzt schon teilweise gehört. Aber vielleicht so, um einen Blick in die Zukunft zu richten, was davon wird vielleicht in Zukunft bleiben? Also wo wird man dann auch sagen, wir haben da so gute Erfahrungen mitgemacht, dass wir auch in Bezug auf die Durchführung unserer Ausbildungslehrgänge nochmal drüber nachdenken, was wir da noch aufgrund dieser Erfahrungen optimieren können. Also ganz sicher wird es auch in Zukunft mehr Online-Lehrgänge geben. Das spiegelt sich auch schon in der Planung für 21 wieder, unabhängig davon, ob wir jetzt damit rechnen mussten, dass was möglich ist oder nicht. Weil ich glaube auch, dass wir damit ein Stück weit den Leuten entgegenkommen. Ja, wenn man mal schaut, was man an zeitlicher Ersparnis hat. Du hast eben davon gesprochen, du hättest aus dem Westerwald in die Eifel fahren müssen. Ja, nehmen wir mal nur 1,5 Stunden eine Strecke. Hin und zurück sind schon mal 3 Stunden. Jetzt könnte man sagen, okay, du bist hauptamtlich unterwegs. Das ist darüber noch abgegolten, aber viele Referenten machen es ehrenamtlich, ja. Und die Fahrzeit, die kannst du ja keinem erstatten in dem Sinne. Und da ist eine Ersparnis für den Referenten, eine Ersparnis für den Verband. Wir tun auch etwas für die Umwelt, muss man ja auch so ehrlich sagen, ne? Hat man ja auch in den Medienberichten gesehen, gerade so im April, wo doch diese Luftverschmutzung auch in den besonders betroffenen Städten sehr stark zurückgegangen ist. Und genauso werden wir es in der Kampfrichterausbildung machen. Ja, da ist zwar auch ein Praxisteil mit drin, aber wir können auch sehr viel online machen. Und wir glauben auch, dass wir dadurch ein neues Klientel gewinnen können. Also Leute, die abgeschreckt sind davor, Zeit zu investieren, irgendwo hinzufahren, dass wir denen sagen, ihr könnt das von zu Hause, von der Couch aus machen, und könnt dem Lehrgang folgen. Und ich sehe da auch Chancen und nicht nur Risiken. Also dem kann ich auch nur zustimmen. Ich habe jetzt ein Gespräch gehabt mit einem Präsidenten eines Fachverbandes, die dann halt auch logischerweise ihre Vorstandssitzungen umgestrickt haben im Moment auf online gestellt haben. Und er sagt, zum einen fällt die Fahrt weg, zum anderen kann ich mir vielleicht, wenn eine Vorstandssitzung, da wollen wir mal hoffen, dass es bei vielen Verbänden so ist, in einer lockeren, angenehmen Atmosphäre abläuft, da kann ich mir noch ein Gläschen Wein dazustellen, was man sonst alles nicht konnte, wenn man durch Rheinland-Pfalz fahren kann. Also da denke ich, gibt es doch schon einige
Vorteile, die man vorher nie so im Auge hatte, weil wie gesagt, gerade in Rheinland-Pfalz haben wir ja, wenn wir mal auf ganz Rheinland-Pfalz gucken, da sind ja teilweise enormen Strecken, die die Ehrenamtler da abends teilweise noch fahren, wenn Vorstandssitzungen sind. Und von daher haben wir es bei unseren Seminaren jetzt auch festgestellt, wir können die zum einen landesweit bewerben, wenn es eine Online-Veranstaltung ist. Sonst hätten wir das jetzt nicht für ein Halbtagesseminar im Westerwald gemacht. Da hätten wir keine Leute aus der Pfalz angeschrieben, weil das in der Regel dann doch zu weit ist. Oder man kann auch sagen, um da auf die neue Klientel zu kommen, ich gehe mal davon aus, dass du da auch Jüngere mit meinst, die sagen, ich habe keine Lust, einen Samstag oder einen Sonntag zu opfern. Aber wenn es anstattdessen mal zwei Abende sind, a 3 Stunden, dann hat man die Lehreinheiten trotzdem und man hat das Wochenende frei. Also von daher bin ich da ganz bei dir. Achim, zu den Vereinen vielleicht nochmal, die ehrenamtlichen Menschen in den Vereinen, das ist zumindest mal meine Wahrnehmung, sind ja doch sehr kreativ. Fallen dir ein paar Beispiele ein, mit welch tollen Ideen die Vereine diese schwierige Situation versucht haben zu meistern? Ja, also ich würde vielleicht mal beginnen mit einem Beispiel, was wir selber initiiert haben. Bei uns sind ja auch die kompletten Kaderlehrgänge ausgefallen. Also von der U14 bis hoch in den Bereich U23 konnte nichts stattfinden und darf nichts stattfinden. Das haben wir dazu genutzt, um im Bereich U14, U16 ein Online-Training anzubieten für diese Kadergruppe und hatten da schon bis zu 100 Teilnehmer. Und das war auch Beispiel für einige Vereine, um zu sagen, Mensch, das funktioniert bei unserem Fachverband. Warum können wir das nicht selber auch unseren Kindern und Jugendlichen anbieten? Weil wir haben es ja erstmal nur für diesen Kaderkreis angeboten. Und da muss ich sagen, da gab es auch Gespräche mit einigen Vereinen, die das aufgenommen haben. Weil es doch so der direkte Bezug zu den Kindern fehlt ja in dieser Zeit immens. Und da sind wir jetzt auf einem guten Weg und wollen das, weil wir auch davon ausgehen, dass die Situation sich für den Sport noch nicht so schnell verbessert, wollen das auch fortsetzen und sogar noch intensivieren. Das ist auch eine gute Sache für die Vereine. Ja, super. Zum Bereich Kadertraining fällt mir noch ein. Sind da bei den normalen Kadertrainings auch die Heimtrainer, Landestrainer, wer auch immer, sind da viele Trainer dabei oder ist es meistens nur der Landestrainer? Also die Heimtrainer, die sind immer eingeladen und das ist auch unser ausdrücklicher Wunsch, dass die dazukommen, weil nur gemeinsam Heimtrainer und Verbandstrainer, Landestrainer können ja den Athleten weiterentwickeln. Wenn der Verbandstrainer sagt, lauf nach links und der Heimtrainer sagt, lauf nach rechts, dann funktioniert das nicht. Und insofern legen wir Wert drauf, dass das immer eine gemeinsame Sache ist. Wissen aber auch, dass die ehrenamtlichen Heimtrainer die Termine nicht immer wahrnehmen können. Ja, es kann ja jetzt auch sein, dass ein Heimtrainer Athleten in verschiedenen Kaderkreisen hat und wenn die am gleichen Tag stattfinden, kann er nur an einer Stelle sein. Aber wir motivieren die immer dazu zu kommen. Ja, das wäre ja dann auch nochmal ein Thema für eine Weiterbildung. Sprich, wenn der Landestrainer mit den Kaderathleten, die dann praktisch die Probanden darstellen, ist es ja auch gleichzeitig eine Fortbildung für die Heimtrainer, wenn man mal davon ausgeht, dass der Landestrainer nochmal ein paar Trainingsreize setzen kann, ein paar Ideen hat, die vielleicht nicht jeder Heimtrainer kennt. Also da hat man dann auch nochmal die klassische Trainerfortbildung mit im Boot, was natürlich auch wieder eine Geschichte wäre, die man dann bezuschussen könnte, wenn es genügend sind. Also da ist das klassische Weiterbildungsthema, liegt ja da praktisch auf der Hand. Achim, du hast eben schon angesprochen, die Planung für dieses Jahr. Was habt ihr da anders gemacht als sonst die Jahre? Hat es ja eben schon mal ein bisschen kurz angedeutet. Wo lagen da so die Herausforderungen? Also konkret anders gemacht haben wir etwas in der Lehre, in der Aus- und Fortbildung, indem wir also schon von vornherein
mehr Online-Lehrgänge geplant haben und auch zum Beispiel im C-Trainer gesagt haben, wir werden einige Dinge online anbieten, wie zum Beispiel deinen Vortrag. Da muss man, glaube ich, nicht reisen für. Was die Wettkämpfe sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport anbelangt, haben wir zunächst mal so geplant, als würde es kein Corona geben. Also die Planungen, die liefen ja im September, Oktober letzten Jahres. Da konnte noch keiner sagen, wo wirklich die Reise hingeht. Das heißt, wir haben erstmal ein ganz normales Jahr geplant. Und auf dieser Basis werden wir jetzt immer neu entscheiden. Also die ersten Entscheidungen waren, die Hallensaison fällt aus. Jetzt mussten wir den Crosslauf Ende Februar absagen. Und so werden wir uns auch, wenn es jetzt im April, Mai, Juni mit den Meisterschaften losgeht, werden wir immer von Zeit zu Zeit neue Entscheidungen treffen, die Sachlage neu bewerten. Ich glaube auch, dass wir in 2021 wesentlich früher mit Wettkämpfen beginnen können als im vergangenen Jahr. Einfach, weil diese Schockstarre, über die wir eben gesprochen haben, die fällt weg. Wir haben Konzepte in der Schublade liegen, Hygienekonzepte. Wir haben damit Erfahrungen gesammelt in 2020 und die können wir auch in 2021 nutzen. Und insofern bin ich guter Dinge, dass die Wettkämpfe stattfinden werden. Möglicherweise nicht so, wie wir sie kennen, aber es werden Wettkämpfe stattfinden. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ja auch das Salz in der Suppe für die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen. Dadurch, dass ich ja auch selber betreue, merke ich auch, wie groß die Sehnsucht ist, auch sich wieder zu messen und zu vergleichen und mit den anderen Kollegen in den anderen Vereinen. Also das ist ganz wichtig. Und vielleicht an der Stelle auch ein besonderer Hinweis. Wir haben ja noch eine außergewöhnliche Veranstaltung für 21 geplant. Wir sind örtlicher Ausrichter der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in der U23. Hier im Stadion Oberwerth in Koblenz. Und die Veranstaltung findet am 26. und 27. Juni statt. Auch da hoffen wir gemeinsam mit der Stadt Koblenz, die uns da extrem unterstützt, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Ob das nachher das komplette Wettkampfprogramm ist und ob da Zuschauer dabei sein können, das müssen wir, glaube ich, kurzfristig entscheiden, wenn wir sehen, wie es im zweiten Quartal mit den Infektionszahlen ist. Aber unser großer Wunsch ist, diese Veranstaltung, das ist die erste größere deutsche Meisterschaft seit vielen Jahren im Rheinland, dass wir die durchführen können. Also ich denke, wenn es einer durchführen kann, dann ihr. Also wenn man das so hört, was da jetzt in den letzten Monaten alles auf die Beine gestellt wurde, dann ist sowohl im Haupt- als auch im ehrenamtlichen Bereich seid ihr, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt und ich würde mir das auch wünschen, wenn es dann im Oberwerth-Stadion nochmal hochklassige Leichtathletik zu sehen gibt. Achim, bevor wir einen kurzen Blick in die Zukunft wagen, hätte ich gerne noch kurz die Gegenwart beleuchtet. Es ist ja eben, habe ich es schon mal kurz angesprochen, weil es im Chat stand. Vor kurzem sind die lange andauernden Fusionspläne der Leichtathleten in Rheinland-Pfalz gescheitert oder zumindest mal auf Eis gelegt worden. Das hat mit Sicherheit auch ja Auswirkungen auf den Weiterbildungs-Fortbildungsbereich. Das war nämlich die Frage von Klaus noch. Kannst du dazu mal kurz eine Einschätzung aus deiner doch sehr profunden Sicht, weil du warst ja mit Sicherheit bei den Gesprächen von Anfang an dabei, geben, wie es dazu gekommen ist, wie vielleicht die Aussichten sind, was macht er jetzt, wie ist der Stand? Also deine letzte Frage oder dein letzter Satz, was macht ihr jetzt? Das ist, glaube ich, der entscheidende Satz. Ich möchte nicht zurückgewandt agieren oder hier schmutzige Wäsche waschen. Da, glaube ich, bin ich auch nicht bekannt für. Wir haben das zu akzeptieren, dass die Freunde aus der Pfalz aktuell nicht bereit sind für diese Fusion. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Wir haben immer gesagt, eine solche Fusion, die soll ein Stück weit Effizienz schärfen, soll kostengünstiger sein, soll näher an den Athletinnen und Athleten uns alle bringen. Das ist jetzt nicht so, aber trotz allem wollen wir tatkräftig anpacken und da gibt's keine Schockstarre oder irgendwas, sondern wir blicken nach vorne, wir haben unseren nächsten Verbandstag 2023
Und den bereiten wir ab jetzt vor und stellen uns dort gut auf. Und was deine konkrete Frage zur Aus- und Fortbildung betrifft, wir haben innerhalb der drei Verbände, Leichtathletikverbände in Rheinland-Pfalz, die Absprache, dass die Gäste immer herzlich willkommen sind. Also die Rheinländer können zu Lehrgängen in der Pfalz gehen und rumgedreht, und die Rheinhessen können sich überall anschließen. Das ist auch schon immer passiert, auch in der Vergangenheit, und hat keine Auswirkung, ob jetzt die Fusion kommt oder nicht. Wir haben da auch die gleiche Preisstruktur. Also der Pfälzer, der am Lehrgang im Rheinland teilnimmt, zahlt den gleichen Preis wie der Rheinländer, und während die von außerhalb kommen, immer etwas mehr zahlen müssen. Und also da, glaube ich, gibt es keine Verluste dadurch. Das Angebot, was wir haben, ist für jeden einsichtig auf unserer Homepage und im Laufkalender und an allen Stellen, wo wir das veröffentlichen. Und jeder ist herzlich willkommen. Kurze Nachfrage noch, weil das war jetzt schon allgemein. Ich finde das auch gut. Schmutzige Wäsche waschen wollen wir nicht. Dafür ist hier dieses Format überhaupt nicht bekannt. Jetzt aufgrund der Tatsache, dass Rheinhessen und Rheinland schon gerne gewollt hätte, heißt das für deren Zusammenarbeit eine Intensivierung jetzt in nächster Zeit, auch wenn keine große Fusion zustande gekommen ist? Oder war die vorher schon so gut, dass man da jetzt nichts ändern wird? Also wir haben uns da im Detail noch nicht so ausgetauscht. Wir wissen ja, wir kennen das Beispiel Tischtennis. Ja. Da gibt es die Fusion Rheinhessen-Rheinland. Und ob es dazu bei uns kommt, darüber wurde noch nicht gesprochen. Da müssen viele, viele Dinge im Blick gehalten werden. Und mit den Kollegen, also unser Präsident, der Klaus Lotz, ist mit dem rheinhessischen Präsidenten Paul Blaschke im sehr engen Austausch. Und da war jetzt heute auch in der Rheinzeitung nochmal ein Bericht, wo der Klaus sich auch geäußert hat. Und da warten wir jetzt einfach mal ab. Ich denke, die große Fusion ist jetzt erstmal kurzfristig vom Tisch. Und ganz wichtig ist, also wenn man ja ehrlich ist, es gab ja auch immer so Themen, wo man gesagt hat, die packen wir jetzt nicht mehr an, um da Geld zu sparen, wenn eine Fusion kommt. Da sind jetzt einige Themen, die muss man einfach auch angehen, und da kann man jetzt nicht länger warten. Und da sind wir jetzt dabei. Kannst du ein, zwei Beispiele nennen von Themen, die wir angehen müssen? Ja, ich nehme mal ganz konkret ein Beispiel, das ist unsere Homepage. Die ist auf einem Technikstand, die mag zwar inhaltlich immer aktuell sein, aber die ist auf einem Technikstand, der schon ein gutes Jahrzehnt alt ist. Und da müssen wir jetzt einfach anpacken. Da habe ich immer gesagt, das Geld, um die zu renovieren, das können wir sparen. Aber wenn es jetzt keine Fusion gibt, müssen wir das irgendwann anpacken, weil die hat noch kein responsive Design und sowas, und das sollte man ja in der heutigen Zeit, wo mehr Zugriffe über Mobilfunkgeräte kommen als über den heimischen PC, sollte man das ja schon mit im Angebot haben. Ja, dann zu einem anderen Thema, beziehungsweise zu einem Thema, was wir jetzt die meiste Zeit schon hatten, zum Thema Pandemie. Wenn wir uns die Zukunft betrachten, aus deiner Sicht, Achim, wird sich die Bildung im Sport durch die Pandemie deiner Meinung nach stark verändern, oder kommen wir schnell wieder in die, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, gute alte Zeit zurück? Eigentlich haben wir die Frage ja eben schon mal auch gehabt und besprochen. Also es wird nicht mehr so werden wie in 19 und früher. Also da bin ich ganz sicher. Wir werden ein Stück weit Normalität zurückbekommen, ganz sicher auch. Aber wir werden viele Dinge, die wir in 20 gelernt haben, auch für die Zukunft nutzen. Und ich sagte es schon bei einer anderen Frage mal, die Pandemie hat diesen Prozess beschleunigt. Ja, das sind Dinge, die wären früher oder später gekommen, aber jetzt waren wir dazu gezwungen und haben es aus meiner Sicht auch gut umgesetzt. Wenn du einen Wunsch frei hättest für den Bildungsbereich in der Leichtathletik, würde dir da was einfallen für die Zukunft?
Ja, also das war auch Thema gestern Abend in unserem Trainerstammtisch Wurf. Wir haben sehr stark darüber gesprochen. Die Bildung an sich funktioniert. Ja, also wir bilden jedes Jahr ganz viele Leute aus, ob das C-Trainer sind, ob das andere Themen sind. Wir würden uns wünschen, dass die auch bleiben, dass die in den Vereinen ankommen. Und gestern Abend war das Thema: Was ist, wenn einige alteingesessene Trainer wegbrechen? Bricht uns dann dieser ganze Verein weg? Oder haben wir dann dort gut ausgebildete Leute, die das aufgreifen, die auch bereit sind, das aufzugreifen im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit, der sie nachgehen, und dann im Ehrenamt den Trainer oder auch den Vorstandsmitglied im Verein zu besetzen? Und das wird in den nächsten Jahren auch noch ganz entscheidend sein für den Fortgang nicht nur der Leichtathletik, sondern im gesamten organisierten Sport, ja. Ich glaube, da bricht jetzt so eine Welle rein, wo einige erfahrene Trainer und Vorstandsmitglieder irgendwann aufhören, und dann muss eine jüngere Generation ran, und da wird sich der organisierte Sport dann auch beweisen müssen. Gut, da ist meine persönliche Einschätzung auch aus langjähriger Mitarbeit hier bei uns im Verein. Dann ist es zu spät. Da muss man jetzt schon anfangen und junge Leute mit einbinden. Und vielleicht wird es in Zukunft so sein, so wenn unsere oder meine Generation dann so langsam wegbricht. Da kenne ich auch aus vielen Gesprächen Leute, die da wahnsinnig viel Arbeitsaufwand auch betreiben, wo ein Nachfolger sagt, nee, also so viele Stunden die Woche werde ich nicht investieren, dass man da frühzeitig überlegen muss oder überlegen sollte, wie kann man das vielleicht durch ein Duo ersetzen, also dass man Aufgaben teilt, dass man junge Leute gemeinsam mit einem Freund, Freundin, was auch immer, versucht da aufzubauen, um einfach die Aufgaben auch ein bisschen zu verteilen und auch ein bisschen vom zeitlichen Anspruch her zu reduzieren. Aber da werden wir sehen, was kommt. Aber ich denke, das ist so ein Mittel. Das ist nicht mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ein Mittel, um da junge Leute für zu begeistern. Eine Sache, die mich persönlich noch interessiert, Achim, ich betrifft den Jugendbereich. Ich habe ja lange auch bei der Sportjugend in Koblenz praktisch Tür an Tür mit dir gearbeitet. Die Vereine konnten ja jetzt, das hast du eben schon angesprochen, fast ein Jahr lang kaum Jugendarbeit betreiben. Glaubst du, dass da ein kompletter Jahrgang wegbrechen könnte oder werden die Jungs und Mädels nach der Öffnung wieder vermehrt in die Vereine strömen? Also zunächst mal möchte ich ja so den Sachstand festhalten. Im Normalfall ist es im Vereinsleben so, dass sich Zugänge und Abgänge im Jahresverlauf in etwa die Waage halten. Je nach Angebot geht das mal 2 oder 5 oder 10 rauf oder runter, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, bleibt das stabil. So, jetzt erleben wir das zweite Jahr, wo wir wahrscheinlich die normalen Abgänge haben werden in den allermeisten Vereinen. Es gibt Vereine, die überproportional verlieren, besonders die großen Vereine, die viel mit Kurssystem arbeiten. Aber ich sage mal so, der normale durchschnittliche Verein wird in etwa so viel verlieren, wie er in normalen Jahren verliert. Ihm fehlen aber die Zugänge. Ja, die Leute, die von der Schule geschickt werden oder von wo auch immer herkommen. Das heißt, ich nehme jetzt mal 50 Leute, 50 Zugänge, die dir fehlen. Nehmen wir mal einen Mitgliedsbeitrag von 100 € im Jahr. Dann weißt du schon, wie viel Geld dir im ersten Jahr fehlt, und das subsumiert sich im zweiten Jahr. Und da weiß ich nicht, ob wir das aufholen können. Und ich habe jetzt erste Gespräche geführt. Die Landesregierung hat ja auch einen Rettungsschirm gemacht für den organisierten Sport. Die Abrufe sind ja nicht so hoch, wie man es vielleicht erwartet hätte. Vielleicht kann man mit dem Geld, was da übrig ist oder eingespart wird, wenn die Pandemie vorüber ist, so eine groß angelegte Öffentlichkeitsaktion machen. Du kennst es auch noch, Sport ist im Verein am schönsten. Das kann man sicherlich auch moderner formulieren. Aber einfach, dass wir sagen, so, jetzt können wir wieder, und jetzt gibt die Politik da mal einen Anschub, nicht in Form von Geld in jeden einzelnen Verein, sondern in Form einer
groß angelegten Presse- und Öffentlichkeitsaktion, damit wir ein Stück von dem nachholen, was wir in den 2 Jahren vielleicht verloren haben. Ja, das finde ich auch eine tolle Idee. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das nochmal einen Schub geben kann, weil dieser Bewegungswille ja schon noch irgendwo auch in uns drin ist und auch in den Jugendlichen, auch wenn das bei uns allen jetzt in den letzten Monaten ein bisschen drastisch eingebremst wurde. Aber da bin ich auch der Meinung, das wäre eine gute Möglichkeit, um das wieder voranzubringen. Ja, Achim, dann sind wir mal gespannt, wie es denn so kommen wird. Ich möchte dir ganz herzlich danken für die Zeit, die du dir genommen hast, und wünsche dir weiterhin viel Spaß und viele gute Ideen für deine Tätigkeiten, egal ob Bildung oder andere Tätigkeiten im Bereich der Leichtathletik. Ja, ich danke nochmal für die Einladung, dass ich den Leichtathletikverband Rheinland hier so ein bisschen vorstellen durfte. Freue mich auch, dass wir ein paar Gäste hatten. Ich glaube, ist sogar überdurchschnittlich gewesen von dem, was du mir erzählt hast, für das wir das so kurzfristig vereinbart haben. Fand ich das gut. Ich darf auch Joachim Krosnick grüßen. Ist ein Bekannter von mir. Natürlich auch alle anderen, die da drin stehen, klar, aber den Joachim möchte ich jetzt hier mal besonders grüßen. Wir haben schon einiges zusammen gemacht und ja, vielen Dank nochmal und wünsche eine gute Zeit. Ja, damit danke auch dir, lieber Achim. Ich finde, das war für mich zumindest mal eine kurzweilige Sendung. Wir haben immerhin 50 Minuten hinter uns gebracht. Hätte ich anhand der Vorbereitung nicht gedacht, dass es so schön und kurzweilig wird. Ich darf mich damit auf jeden Fall auch für heute verabschieden und weise gerne noch auf die weiteren Folgen unserer Sendereihe hin. Bildungswerk Live gibt es ja jeden Werktag. Wir haben jetzt schon über 200 Sendungen seit Beginn der Pandemie. Und in der nächsten Woche gibt es zum Beispiel nochmal Informationen zur Landtagswahl von Marco Fusaro. Dann kümmert sich unser Referent, der Daniel Schwieder, ums Thema Motivation. Und am Freitag nächste Woche ist der nächste Verband dran. Da kommt diesmal ein Ehrenamtler, nämlich der Präsident des Rheinhessischen Turnerbundes, der Frank Schems, und wird mir auch Rede und Antwort stehen. Und von daher bleibt mir noch zu sagen, tschüss und macht's gut und bleibt gesund. Ja, tschüss.